Jede Bewegung des Tanzes entsteht aus unserer Atmung. Und wir spüren nun, wie beim Einatmen die Luft in uns hineinfließt und beim Ausatmen wieder in uns hinausfließt. Wir spüren den Fluss der Luft in unserem Körper. Und wir sind uns bewusst, dass wir in dem Moment, wo wir die Atmung, die Aufmerksamkeit auf unsere Atmung richten, dass wir dann sofort im Hier und Jetzt ankommen. Sich seiner Atmung bewusst werden bedeutet, im Hier und Jetzt ankommen. Und das Hier und Jetzt ist der Ausgangspunkt, um in das Quantenfeld zu gelangen, um eine Kommunikation mit dem Quantenfeld zu beginnen. Wenn unsere Gedanken in der Vergangenheit oder in Zukunft herumschweifen, können wir nicht mit dem Quantenfeld kommunizieren. Wir spüren also, wie die Luft in uns hineinfließt, zuerst unseren Bauch, besonders unseren Unterbauch dehnt, dann unseren Brustkorb dehnt, unsere Wirbelsäule aufrichtet. Und dann spüren wir, wie die Luft wieder verlässt unseren Körper und sich unser Brustkorb und unser Bauch zusammenziehen. Es ist ein ständiges Pulsieren, ein Ausdehnen und Zusammenziehen. Ein Ausdehnen und Zusammenziehen. So wie das Universum sich ununterbrochen ausdehnt und zusammenzieht. Wir spüren dieses Pulsieren, Ausdehnen und Zusammenziehen. Und dadurch, dass wir unserer Atmung wieder Aufmerksamkeit schenken, wird sie wieder tiefer. Die meisten Menschen atmen viel zu flach. Und wir brauchen uns nicht anstrengen, wieder tiefer zu atmen, sondern einfach unsere Aufmerksamkeit auf unsere Atmung richten. Wir atmen tief in unseren Unterbauch, spüren aber auch, wie unser Brustkorb gedehnt wird. Spürst du deine Schultern? Welche Schulter ist entspannt? Spüre in dich hinein. Die linke oder die rechte? Spüre in deine Arme. Welcher Arm ist entspannt? Der linke oder der rechte? Spüre in deine Hände. Welche Hand ist entspannter? Die linke oder der rechte? Und nun entspannen wir uns in unser Herz hinein. Wir entspannen uns ganz tief in unser Herz hinein und atmen in unser Herz hinein. Wir spüren den Raum der Liebe in unserem Herzen. Und atmen in diesen Raum der Liebe hinein. Wir spüren, wie sich dieser Raum der Liebe in unseren Oberkörper ausdehnt. Wie es sich in unseren ganzen Körper ausdehnt.
Und wie es sich über unseren Körper hinweg ausdehnt. Entspannte Liebe erfüllt und umhüllt unseren Körper. Spürt, wie wohlig sich das anfühlt, wenn entspannte Liebe uns erfüllt und umhüllt und all unsere Verspannungen löst, unsere Blockaden löst und unsere Energiekanäle öffnet. Unsere Energiekanäle öffnen sich. Und nur wenn wir entspannt sind, wenn ihr euch erinnern könnt an den Vortrag, an ägyptischen Tantrismus, nur wenn wir entspannt sind, können wir Kontakt aufnehmen mit anderen Dimensionen und mit dem höchsten Bewusstsein. Atmen ist nicht etwas, das du tust. Atmen ist etwas, das du beobachtest, wie es geschieht. Die liebende Intelligenz, die uns erschaffen hat und erhält und alle unsere Körperfunktionen steuert. Diese liebende Intelligenz atmet uns. Wir geben uns dieser liebenden Intelligenz hin. Wir bemühen uns nicht und wir strengen uns nicht an, um zu atmen, sondern wir lassen es einfach geschehen. Ein anderer Schlüssel, um in die tiefsten mystischen Zustände zu gelangen, ist geschehen lassen, sich hingeben. Jede Zelle unseres Körpers, jedes Quantum unseres Bewusstseins ist Ausdruck der überfließenden Liebe, aus der alles geboren wird. Ausdruck unserer unmanifesten Quelle, aus der alle Manifestation entsteht. Wann können wir am ehesten mit diesem höchsten liebenden Bewusstsein Kontakt aufnehmen? Dann, wenn wir nicht atmen, in der Apnoe. Das sind die Atempausen, nachdem wir eingeatmet haben und vor allem, nachdem wir ausgeatmet haben. Wenn wir unsere Aufmerksamkeit nun richten auf die Atempause, bevor wir wieder einatmen, also nach unserer Ausatmung, und warten auf den Impuls, den uns das höchste liebende Bewusstsein, das uns erhält, gibt. In diesem Moment nehmen wir Kontakt auf mit unserer Quelle. Das können wir jede Sekunde, jede Minute, in jedem Augenblick unseres Lebens können wir dadurch Kontakt mit dem höchsten Bewusstsein aufnehmen. Wir atmen. Wir geben uns dem Einatmen und dem Ausatmen hin
Wir nehmen bewusst die Atempause nach dem Ausatmen wahr. Und wir warten auf den Impuls der höchsten liebenden Intelligenz, wieder einzuatmen. Wir werden eingeatmet. Wir verbinden uns mit unserer Quelle. Die Hermetiker haben diese Quelle das All genannt. Die modernen Wissenschaftler nennen diese Quelle das Quantenfeld, das unmanifeste Feld aller Möglichkeiten. Und in traditioneller Weise wird dieses Feld Gott genannt. Gott, das höchste liebende Bewusstsein, das jeder von uns jederzeit in sich trägt. Wir brauchen uns dessen nur bewusst werden. Und Gott, der Herr, schuf den Menschen aus einem Erdenfluss und blies ihm ein den Odem des Lebens. Und also war der Mensch eine lebendige Seele. Wir atmen und wir warten auf den Impuls des Einatmens. Und wir verbinden uns mit Gott in uns. Und wir werden uns bewusst, dass wir alle Kinder der überfließenden Liebe unserer Quelle sind. Dass wir alle Kinder in jedem Augenblick der überfließenden Quelle Gottes sind. Dass wir alle Kinder der überfließenden Quelle des Quantenfeldes sind. Und wenn wir uns dessen bewusst sind, kann uns niemand mehr Angst einjagen. Die Angst wird durch Liebe ersetzt. Und Liebe ist, wie wir ja alle schon erkannt haben, die stärkste Macht auf dieser Welt. Und wenn wir das erkannt haben, dass wir Kinder der überfließenden Liebe Gottes oder des Quantenfeldes oder des Alls sind, dann finden wir in unsere Macht zurück. Die Macht, die uns gewisse dunkle Wesen wegnehmen wollen. Durch unsere Bewusstwerdung, die Bewusstwerdung, wie mächtig wir wirklich sind, kommen wir wieder in unsere Macht zurück und können bedeutend daran mitwirken, das Zeitalter des Lichtes, das diamantene Zeitalter, wo schon die alten Weisen gesagt haben, dass das jetzt kommt, dass das jetzt folgt auf das Kali-Yuga, das Eisenzeitalter. Wenn wir uns dieser Macht bewusst sind, können wir als Lichtwesen dieses diamantene Zeitalter einleiten helfen und manifestieren helfen. So einfach ist es. Alles entspringt
der überfließenden Liebe. Und wir atmen. Wir atmen tief in unseren Unterbauch und wir achten auf den Atemimpuls, der folgt auf die totale Ausatmung. Und wir lassen unser Becken sanft schwingen im Rhythmus unseres Atems. Ein und aus. Und unser Becken schwingt sanft vor und zurück. Und unsere Wirbelsäule streckt sich dem Himmel entgegen, wenn wir einatmen. Und wenn wir ausatmen, entspannt sie sich. Wir sind Boden zwischen Himmel und Erde. Wir sind Boden des Lichts. Zwischen Himmel und Erde. Spür dir die Frequenzen, die wir gemeinsam bewirken. Spür dir die hohen Frequenzen in euch. Ich kann es spüren. Ich kann jeden einzelnen von euch spüren. Und ich kann spüren, wie sich die Frequenz erhöht in mir und um mich. Lasst uns gemeinsam die Frequenz erhöhen, hin zur Liebe, zur Freude, zur Dankbarkeit, zum Bewusstsein, zur Gotteserkennung. Und es geht alles durch den Atem. Wir atmen uns frei. Wir atmen uns mächtig. Und wir dehnen uns aus. Wir lassen unser Licht wieder erstrahlen, neu erstrahlen. In die Dunkelheit. Über die Dunkelheit. Wir atmen und dehnen uns aus. Unser Becken schwingt sanft vor und zurück. Unser Zwerchfell bewegt sich wie eine große, schöne Medusa in der Mitte unseres Körpers. Und unsere Zunge ist ganz entspannt. Dadurch, dass wir unsere Zunge entspannen, öffnen wir unser Perineum. Und wir können den Energiefluss zulassen, den Torusfluss durch unseren Körper. Was ist der Torusfluss? Die Torusenergie entspringt unserem Herzen. Unser Herz ist das größte Magnetfeld, das in unserem Körper existiert. Und in einem Formen des Taurus fließt die Herzenergie in und um uns. Sie fließt von unten nach oben und hüllt uns dann außen ein. Und wenn wir das Feld außen immer mehr und mehr ausdehnen, dann erfassen wir unsere Umgebung. Und es kann sogar sein, dass wir uns spüren, dass wir unser Feld so weit ausdehnen, dass wir uns, ich kann euch spüren, gegenseitig spüren und beginnen im Lichtfeld. Im Quantenfeld miteinander liebevoll zu kommunizieren. Robert, Claudia, Uwe, wir können, Daniel, wen habe ich noch vergessen? Ich sehe leider nicht alle. Könnt ihr spüren, wie wir über das Quantenfeld und nicht nur über das Internet kommunizieren können? Und wenn es noch nicht der Fall ist, dann wird es kommen, je öfter wir gemeinsam praktizieren.
Lasst uns ein Feld der Liebe erschaffen, ein Feld des Lichtes. Ein Feld, das die dunklen Mächte besiegt. Ich repräsentiere den kaschmirischen Tantrismus der Pratna Vishnu und der Spanda-Tradition. Was bedeutet Spanda? Spanda bedeutet die Vibration mit dem Kosmos. Spanda bedeutet die Vibration mit dem Quantenfeld. Und diese Vibration wird uns befähigen, über das Feld zu kommunizieren. Wir stimmen unsere Körper, wie hoch kostbar und hochempfindliche Stradivarius, ein auf die Schwingungen des Kosmos, auf die Schwingungen des Feldes, auf die Schwingungen unserer göttlichen Quelle, indem wir Tandava praktizieren, regelmäßig Tandava praktizieren. Es ist nicht wichtig, dass wir lange praktizieren, aber es ist wichtig, dass wir jeden Tag praktizieren und sei es auch nur 10 Minuten. Denn so wachsen wir immer mehr und mehr hinein in das göttliche Lichtfeld, das uns umgibt. Wir atmen tief in unseren Unterbauch. Wir spüren die Medusa in uns schwingen und wir entspannen unsere Zunge. Wir fühlen die entspannte Liebe, die uns erfüllt und umhüllt und fühlen uns unsagbar wohl. In einer Zeit der Angst fühlen wir uns unsagbar wohl, weil wir uns unserer innersten Essenz, unserer Wahrheit bewusst sind, weil wir nach Hause heimgekehrt sind, in unserem göttlichen Ursprung. Und das kann uns niemand wegnehmen. Niemand. Keine Regierung. Keine, wie nennt man das? Keine Gesellschaft. Kein Gesellschaftssystem. Wir brauchen nur eins, uns dessen bewusst zu sein. Und wichtig ist, dass wir uns mit unserem Herzen bewusst sind und nicht mit unserem Intellekt. Unser Intellekt hört auf die anderen und lässt Furcht und Angst in uns entstehen. Unser Herz, das von Liebe, von entspannter Liebe erfüllt ist, versteht, erkennt und bewirkt und erschafft. Das ist die Lehre des kaschmirischen Tantrismus. Raus aus dem Kopf und rein in unseren Körper, hinein in unser liebevoll entspanntes Herz.